Heidi, Safira hier. So, wir sind in Gongaga bei einem stillgelegten Reaktor. Ich glaube, der ist damals in die Luft geflogen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. There's a chest here, but it's blocked by rubble. I think that huge sword of yours can maybe clear all that rubble away. Oh Gott, ist das auch ein Minispiel? Nee. Betrug! Ich überlege gerade, ob es noch einen anderen Weg gab, um überhaupt an die Kiste ranzukommen. Ja, komm. Hauen wir auf. Ich glaube eigentlich nicht. Bin mir nicht sicher. Noch einer. Activating combat mode. Ah. Conflict resolved. Oh yeah. Okay. Die Nuss braucht man, glaube ich. Doch, ich denke, das war zum Fusionieren von Materia. Hab, glaube ich, FP im Prozent. Habe ich vorhin zumindest mal gesehen, als ich außerhalb von den Folgen ein paar Missionen gemacht hatte. Ja, ich habe wieder Missionen gemacht. Aber nicht so viele. Hypnokrone. Was ist Hypnokrone? Mensch. Hypnokrone. Oh, Magie plus 20. Ja, gut. Neues für mich. So, ich glaube, das war's in der Ecke. Ja, hier gibt es, glaube ich, auch nicht so viel. Aber ich stelle mir die Frage, wie Zack sich so verfahren konnte, dass er versehentlich in Midgar gelaufen, gelandet ist. Nicht in Midgar gelandet ist, sondern da. Mensch. Kunzel. Hatte ich es mir doch gedacht. Es gehen Gerüchte um, dass aus Nibelheim zwei Versuchspersonen geflüchtet sein sollen. Bist du etwa eine von ihnen, Zack? Dann sei auf jeden Fall vorsichtig. Ein Großteil der Shinra-Armee ist mit der Jagd beauftragt worden. Ich frage mich, was du bloß angestellt hast. Ist mir gleich, ob du mit Shinra auf Kriegsfuß stehst. Ich erwarte deine Rückkehr. Also sieh gefällig zu, dass du überlebst, hörst du? Soldatmitglied unter Liegthunden. Okay. Es trudeln weiterhin Meldungen von den Jil-Sichtungen ein. Doch langsam zweifle ich an ihrem Wahrheitsgehalt. Mal hieß es, Jil sei von wilden Hunden fast zerfleischt worden. Dann wieder, er wäre entkräftet niedergefallen. Das alles scheint nicht zu dem Jil zu passen, den wir kannten. Sollte etwa Shinras Methode der Wiederbelebung, sofern sie wirklich existiert, fehlerhaft sein? Sind vielleicht gar eine Krankheit oder eine Verletzung schuld an Jils Zustand? Vielleicht ist die ganze Geschichte aber auch nur erfunden. Ich werde alle meine Kräfte darauf richten, dem Rätseln auf die Spur zu gehen. Waldläufer. Weitere Sichtungen. Die Meldungen über Jil-Sichtungen in allen Teilen des Kontinents reißen nicht ab.
Doch die Sichtung in der Nähe der Kirche entpuppte sich als eine Ente. Hier war es ein großgeflügeltes Wesen, dessen Gesichtszüge N'Jil ähnelten, was unsere Augenzeugen täuschte. Die Frau in der Kirche erzählte, dass dieses Wesen sich bei ihr niedergelassen habe und sie beschütze. Doch wir enthielten in der Zwischenzeit auch weitere zuverlässige Sichtungsmeldungen. Diesmal hieß es, N'Jil sei von wilden Hunden beinahe zerfleischt worden. Ist er etwa doch so geschwächt? Doch vielleicht war es auch jemand anders. Wir halten euch auf dem Laufenden. Rotleder. Wir sind wieder da. Liebe Genesis-Freunde, die Zeit des jährlichen Genesis-Auferstehungsfest naht mit großen Schritten. Berichtet von Sichtungen gibt es mehr denn je, sodass unsere Hoffnung auf eine baldige Rückkehr von Genesis nicht verschwindet. Lasst uns diese Hoffnung zusammenkommen und gemeinsam unseren Glauben an eine Wiederkehr bekräftigen. Unsere speziellen Souvenirs dieses Jahr ist eine originalgetreue Replik von Genesis Ledermantel. Wir freuen uns darauf, euch in dem eleganten Kleidungsstück bei uns begrüßen zu dürfen. Jo. Es geht ab bei den Fanclubs. Nur der von Seth ist immer noch ruhig. Oh, hier sieht's aber schön aus. Blümchen. So, ich glaube, jetzt sind wir schon zu Hause, ne? Oh, abgeriegelt. Behind you. So predictable. Couldn't you guess your hometown would be the first place we'd look? Hm. Here to see your parents? Yeah, so? What's wrong with that? I see. Yeah, well, I guess you're right. It was pretty careless. We'll be going. Be careful. Security is very tight right now. Apparently, another target is in the area. Who? N'Jil. I see. I see? He died by your hand. You're not surprised. I think he may have helped us. Escape Shinra Manor. Interesting. The sighting reports were true. But why would he come to a place like Gungaga? He came here to see you. What other reason could there be? Run away if you can, N'Jil. The Turks are watching. I'll give you 10 minutes. After that, I return to the Turks. Return? Right now, I'm not in the mood. I can't bring bad news to your parents. My mom. How is she? She's worried. She thinks after all this, you'll never be able to find someone to marry. What's up with that? They're nice people, and they're doing fine. Good. That's all I need to know. Yeah. How's your folks? I was raised inside Shinra. Hey, Sisne. Would you mind keeping my folks company for a while? All right. No problem. They'll probably ask you to join the family.
Already happened. What did you say? Cisne! Not my real name. What? You have 5 minutes left. Angeal? Angeal, it is you! Hey, wait! Is it really Angeal? Only one way to know. Hinterher, dann werden wir es auch erfahren. Warte mal, kann ich jetzt? Hier, da ist noch eine Kiste. Oh, noch eine Kiste. Ich glaube, selbst im 7. Teil kommt man nicht mal an das in die Häuser rein. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ja, Gongaga ist halt. Also, weiß nicht, da gibt's nur diese kleinen runden Häuschen. Und das war's. Irgendwie. Oh, jetzt renne ich wieder den falschen Weg. Ja. Sieht echt hübsch aus. Bisschen neblig, aber ansonsten recht hübsch. Why now? This sells. Sorry, fresh out. Activating combat mode. Hab ich nicht. Sind ausverkauft. Later. Mensch, du siehst aber heute blass aus. His cells are completely useless. Cells. Cells. You are a former member of Soldier. Your cellular structure has already mutated. Hollander, you did it to yourself? Yes. After nearly being killed by Genesis, it was really all I could do to survive. I merely borrowed some cells from Genesis. You know you're degrading. Indeed. But there is still some hope. The gift of the goddess. A pure S-cell sample will stop the degradation process. Pure? There are two of you on the run. No. One is a former soldier operative, the other an infantryman. That infantryman carries within his body the last pure S-cells in the world. Hey!
Do you know the verse in Act 4 that leads into the final act? Of course not. Legend shall speak of sacrifice at world's end. The wind sails over the water's surface, quietly, but surely. Enough about sacrifices and endings. I don't want to hear it. You don't understand the beauty of these words. How tragic. I'm not surprised. Even I didn't understand all of it. The greatest mystery behind the gift of the goddess? The water's surface. And the answer I have arrived at is the life stream. What? There are various theories regarding the missing final act. However, only my theory is correct, and I will prove it to you. No, that won't be necessary. You will understand. Cloud's in danger. Back to the reactor. Gotta move quick! Yeah. Activating combat mode. Okay, ich hab jetzt auch nicht eingeladen. Oh yeah. Cloud, watch out. Seltsame Würmer. Bäh. Ich hab Fragen, aber eigentlich habe ich sie auch nicht. Will ich wissen, warum der das kann? Oh mein Gott, ein Schokobo. Sorry. Ja. Kein Schokobo. Nein. Der ist wahrscheinlich nicht umsonst glücklicher. Atem. Okay. So, jetzt ist er auch endlich mal vorbei mit Holländer. Der geht mir ja schon seit Anfang des Spiels auf den Keks. It's been a long time, Zack. So, what happened? That thing wasn't so tough. I can't fight like a first. I'm just an Angeal copy. Copy?
It's Lazard. So, you're the one who helped Hollander out of Junon? Why would you do such a thing? To exact my revenge. I needed Hollander. You really chose the wrong friends, didn't you? I agree. I never dreamed I'd be turned into an Angeal copy. Well, just be happy you're linked to Project G. It's a strange feeling. Hmm? The lust for vengeance that had so consumed my life is all but gone now. In its place is a desire to help you. A desire to save Genesis. No. It's bigger than that. I want to save the world. Nothing strange about that. Angeal lives inside you. Genesis is trying to obtain the gift of the goddess. But what is it exactly? No. Whatever it is, he must be stopped. I just don't understand what he's talking about at all. What should I do? Angeal may show us the way. Perhaps. Maybe. I hope so, Director. Huh. Director. So, Zack, what is your dream? Huh? Oh. Let's see. To become a hero. Huh. Unattainable dreams are the best kind. Oh, come on. Lend me a hand. You and Angeal both. If we pull this off, we'll all be heroes. At the very least, I feel like one. So, Zack, where is Genesis? I see. Und das war's mit der Episode. Episode, nicht Folge. Wir haben noch ein paar Minütchen. Nein, haben gespeichert. Dumb apples only grow in Benora. Why is that? Something to do with the soil here, apparently. Genesis always carried a dumb apple with him. I should have realized sooner. It looks so different now. Holy. Naja, der ganze Ort wurde weggebombt, ne? Can I leave Cloud with you? Yes. What? Da war die Fabrik. Glaube ich. Sieht so aus. Oh mein Gott, noch mehr Nachrichten. Ist das hier das Haus von Angeal? Ich bin mir bis heute nicht sicher. Oh, Marco. Ich glaube, das da drüben, bei dem Baum, bei dem letzten Banora-Baum, der noch wächst, das müsste das Haus von Genesis sein. Dann müsste das der Baum auch von Genesis und seinen Eltern sein. Don't worry about Cloud. Sehr schön. Cloud, wait here, alright? I'll be right back.
Ach so, ja. Ja gut, es sind jetzt nur hier. Warte mal, hatten wir nicht noch eine Nachricht von Kunzel? Oder war ich jetzt einfach... Ja, das hier sind die Überreste von der Fabrik. Oh Mann. Da ist verdammt wenig übrig geblieben von der Fabrik. Das ist ein riesiges Loch. Ja, gut, okay. Ich wollte nur einmal kurz runter gucken. Was ist das? Here before? Where does it lead? Benora White Juice. First prize processed foods. National Agriculture Awards. Oh, wow. The idea for this juice came from a Benora youth named Genesis. Wow. Just wow. Young Genesis's comments. I am very honored. Benora White Juice tastes great, but the fruit itself is tasty too. My dream is for my parents and I to serve the hero Sephiroth our apples one day. Genesis. Is there anything I can do? Erkunde die Höhle unterhalb von Benora. Oh, ich wünschte, man könnte irgendwie zoomen. Ich würde mir gerne die Bilder angucken, die da liegen. Aber das eine scheint ein Bild auch vom Dorf zu sein. Die Windmühle haben wir ja oben gesehen. Auszeichnung für den Saft. Okay, das ist soweit dann nix. Abgrund der Entscheidung. Ha! Das Ding da in dem Kristall. Ich glaube, das müsste doch eine von den Weapon sein, also den Waffen vom Planeten. Das müsste, glaube ich, Diamond sein, ne? Diamond Weapon. Aber was macht die hier? Die ist eigentlich am Norden. Eigentlich. Sehr, sehr komisch. Gott, ich überlege gerade... Ich gehe schon wieder zurück, ne? Ja, ich gehe schon wieder zurück. Ich überlege gerade. Jetzt habe ich vergessen, was ich überlege. Ist egal, ist egal. Es fällt mir wieder ein, wenn es nicht... Was haben wir hier? Loveless Prolog. Wenn einst der Kampf der Bestien die Welt zum Ende neigt, von dämmergrauen Himmel herab die Göttin steigt. Sie spreizt weit ihre Schwingen aus Licht und Finsternis und rührt uns zum Glück, dem Geschenk, das ewig ist. Ich bin ein bisschen irritiert wegen der Musik, weil ich mir gerade die Frage stelle, ob ich dieses Lied kenne. Jetzt erkenne ich's. Das haben sie ganz schön geändert. Materia des Himmels. Also da ist ganz schön was los unterhalb von Benora, würde ich ja mal sagen, ne?
Aber warum gibt es hier Steine, wo Loveless draufsteht? Die Materia brauche ich übrigens für später noch. Wir sind übrigens auch recht weit am Ende. Also storymäßig ist jetzt nicht mehr so viel. Aber ich habe gedacht, dass das letzte Stückchen doch ein bisschen länger geht. Brüllende Fänge. Ach ja, ja, ja. Ja. Wenn ich das hier sehe, stelle ich mir die Frage, warum. Weil irgendwie, ich kann das irgendwie nicht einordnen, warum das hier unten ist. War das schon immer ein Loch in der Wand? Okay, gut. Okay. Dann müssen wir erst ein paar Türchen aufmachen. Ich glaube, man musste auch über ein paar Rätsel, glaube ich, die Tür öffnen. Also das, worum... Also ich bin wirklich überrascht, dass hier unten ein Zellentrakt ist. Ich meine, gut, ich wusste, dass der hier schon da unten ist. Weil ich spiel nicht zum ersten Mal. Also Reunion schon, aber Crest Corp, ich hätte damals gespielt. Aber ich glaube, der einzige Grund, warum das alles da ist, ist, glaube ich, wegen den ganzen Experimenten damals rund um Angel und Genesis. Also Klopapier ist noch da, aber das sieht nicht gerade sauber aus. I need a key. Ja. Boah, was ist denn das da hinten? Ist das neu? Nun schlüssig. Loveless Akt 2. Dem Gefangenen gelingt die Flucht, doch wird er schwer verletzt. Eine Frau aus Feindesreihen ist, die unverhofft ihn pflegt und schätzt. In trauter Abgeschiedenheit beginnt ein neues Leben. Ihr Glück scheint ewig, immerfort. Wonach sollte er streben? Doch wie die selige Zeit verstreicht, ein alter Schwur ihn Reue heißt. Meine Güte. Warum habe ich hier eigentlich noch einen Punkt? Das geht mir noch ein bisschen auf den Keks. Ladenadressen, ja. Noch mehr Tipps zur Materia-Fusion. Ladenadressen. Okay, ja, gut. There's writing on the wall. Ich hatte mich freiwillig als Versuchsperson gemeldet. Die Behandlung als Soldatkämpfer hatte mir einfach nicht gereicht. Ich musste stärker werden. Doch was ist aus mir geworden? Stärker als Soldatkämpfer? Pah. Ich bin schwächer als ein dämlicher Infanterist. Gib mir mein altes Selbst zurück. Ja, das ist definitiv damals von den ganzen Experimenten. Okay, aber hier ist keine offene Tür. Wie komme ich rüber? Wie kriege ich da eine Tür auf? Ich bin mir gerade unsicher, ob wir hier noch einen Weg finden, weil es gibt, glaube ich, nur diese zwei. Ja, nee. Also hier haben wir aktuell keinen Durchgang. Müssen wir woanders hin. Aber das ist ein ganz schönes Stück für ein paar Experimente, weil wenn man bedenkt, die ganzen Forscher müssten ja die ganze Zeit hier immer unten durch die Höhle durchlatschen. Ich meine, gut, unten bei der Nibelheim-Villa sah es auch nicht gerade besser aus, ne? Aber nicht ganz so rustikal wie hier. So, das. Hier wäre noch ein Weg. Warte mal. Gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Activating Combat Mode. Boah, ach nö. Oh Gott, nein. Nein, 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 nein.
The end. Oh yeah. Okay, der hält überraschend viel aus, im Gegensatz zu manch anderen. Wir gehen mal noch hier lang. Ist das noch Wasser oder ist das schon Marco? Nee, ist noch Wasser. Loveless Akt 1. Das unergründliche Geheimnis. Die Göttin kostbares Geschenk. Es suchen zogen fort drei Männer, doch Krieg ihr Schicksal anders lenkt. Der erste ward ein Held, umjubelt. Der zweite streift frei durchs Land. Der dritte aber ward gefangen durch seinen Feind, seiner Feinde grausam Hand. Und doch die Bande ihrer Herzen, sie lebten fort in einem Schwur. Sie finden einst der Göttin Gabe des Rätsels wahrhaftige Natur. Okay, interessant. Meine Güte, das Wasser steht hier aber ganz schön, ne? Materie des Steins erhalten. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie viele Materie das waren. Ich glaube 7? Also es würde mich nicht wundern, wenn es 7 sind. Activating combat mode. Die haben wir übrigens in Nibelheim schon gesehen. Da haben die... Da waren die in den ganzen Tanks drin. Bringing out the big guns. Good luck. Thanks. Die halten auch verdammt viel aus im Gegensatz zu manch anderen Viechern. Das müssten, glaube ich, die restlichen Gefangenen gewesen sein. Also wie der zum Beispiel, der an die Wand geschrieben hat. Ob das der Grund ist, warum hier Banora-Bäume wachsen? Sieht ja schon ein bisschen unheimlich aus und ein bisschen eklig hinten mit den Wurzeln. Ich weiß ja auch nicht. So, meine Lieben, das war's für die Folge. Wir machen erstmal Schluss. Tschüssi.